du schreist so krass. Ja, lass mich doch! Die kriegen ja alle einen Herzinfarkt. Geh näher an das Gebüsch dran. Oh, das war... Soll ich hier jetzt rein oder was? Ja. Also im Sand hast du es aber hoffentlich nicht versteckt. Natürlich nicht. Aber da ist was für Danja. Ich hoffe, es fällt nicht runter. So, da ist es jetzt. Ist das vielleicht ein Einhorn? Danja, du bist so schlecht. Ich schwöre, du bist so schlecht. Warum? Ich hab's schon direkt gefunden. Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu dieser Spielplatz-Challenge, wo wir heute dann ja Real-Life Adopt-Me Ex finden müssen. Ja, wir sind auf dem Spielplatz. Ich kenne den, Danja kennt den noch nicht und ihr vielleicht auch noch nicht. Ein schöner Spielplatz hier in Bielefeld am Obersee, auf jeden Fall zu empfehlen. So, und Aufgabe heute ist folgende. So, Danja, wir haben insgesamt 4 Adopt-Me-Life Real-Life Ex heute hier. Alter, du schreist so krass. Ja, lass mich doch. Die kriegen ja alle einen Herzinfarkt. Ist doch nicht schlimm, sollen alle wach werden. Ist schon ein bisschen spät. Wir haben kurz vor 8:30 oder kurz nach 8:30. Insgesamt gibt es 4. Jeder von uns darf 2 finden. Ja. Wir machen 4 Runden. Du versteckst jetzt bitte als erstes. Hallo, kannst du mal kurz... Du kannst nicht jonglieren. Kannst du eigentlich jonglieren? Ja, kannst du nicht. Okay. Doch. Alles klar. Also, es geht darum, hier auf dem ganzen Spielplatz dürfen die versteckt werden. Ich hoffe, sie werden nicht geklaut, aber bisher ist es relativ leer. Du versteckst jetzt bitte ein Real-Life Adopt-Me-Egg und ich werde suchen und dann auch direkt auspacken. Los. Ja, gib her. Ja, bitteschön. Ja, dankeschön. Ja, du musst aber die Kamera mitnehmen. Achso, ja, du musst gucken. Ich drehe mich einmal kurz um. Aber setz sie nicht auf die Bank, die ist nass. Ist noch nass. Geh weg. Ich bin doch hier, Mann. Geh näher an das Gebüsch dran. Oh, das war... Soll ich hier jetzt rein oder was? Ja. Bist du am Handy? Ja. Ist versteckt. Hast du versteckt? Ja. Ich habe das Gefühl, du hast... Also, ich glaube... Hast du es noch bei dir? Nein, ich habe es nicht mehr bei mir. Ich glaube, wofür ist vielleicht ein bisschen... Hast du deine Schaufel hier vergessen? Ja, ist meine. Ich muss vielleicht einmal kurz hier vom Boot einmal schauen. Ja, bitte, verschaff dir mal einen Überblick. Warum ist das so cool? Hier ist ein bisschen... Das soll eigentlich gar nicht wackeln, ne? Ich hab das Gefühl... Also ich check einmal... Was ist dein Gefühl? Kurz, also im Sand hast du es aber hoffentlich nicht versteckt. Natürlich nicht. Aber da ist was für Danja. Guck mal da, 1, 2, 3, da kannst du ein bisschen zahlen und so leer. 1, 2, oder 3. 3. Hey, du bist ja hier! Hä? Ich hab wirklich gerade einfach nur du so... Du bist einfach drüber geflogen. Ja, ich dachte so, was ist das? So, kommt mit. No, direkt gefunden. Ja, aber es ist ja auch nicht gut versteckt. Hätte ich's mal ganz eingebuddelt, ey. So, wir machen das mal schön auf. So, natürlich werden wir unseren Müll mitnehmen. Den lassen wir nicht hier. Dafür habe ich extra die Tüte noch mitgenommen, ne, damit wir das da gleich schön reinpacken können. Und ich habe das Gefühl, Leute, heute hier auf dem Spielplatz kommt der Drache. Der Drache, meinst du? Aber ich hoffe nicht bei dir. Oh, es ist ein mythisches Ei. Ja, dann weiß ich aber schon, was drin ist. Ist das immer das Gleiche? Ja. Bist du... Nein. Beim Mythic Egg, ja. Also es würde mich jetzt überraschen, wenn dem nicht so wäre. Dann ist es hoffentlich eine Überraschung. Warum geht das denn jetzt nicht auf? Und? Ja! Mann! Sag ich doch. Es ist der Sasquatch. Ich finde, es ist so super enttäuschend aus diesem super schicken blauen Ei. Ja, das ist so richtig cool. Und dann kommt dieser Sasquatch. Also der Bigfoot ist auch sehr, sehr süß. Aber ist okay. So, das war Nummer 1. So, Danja. Das verstecke ich jetzt für dich. Du gehst bitte auch einmal ans Gebüsch. Und das verstecken wir einmal. Passt? Gut. Okay, Leute, wo verstecken wir das jetzt? Ich weiß, wo wir das verstecken. Vorsichtig sein, dass ich hier nicht hinfalle. So. Ich hoffe, es fällt nicht runter. So, da ist es jetzt. Okay, Danja, du kannst kommen. Dann such mal das Adopt Me Real Life Egg. Ja, da ganz bestimmt. Ich fand das jetzt ein bisschen fishy, dass du von da hinten zurückgelaufen bist. Ja, irgendwie. Vielleicht ist das ja auch nur eine Falle. Vielleicht habe ich sie auch ins Gebüsch geworfen. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe schon so viel Sand in meinen Socken drin. Ja, hey, das gehört... Ja, aber du hast auch gar keine Socken an, sehe ich gerade. Ja, gut, aber ist okay. Halt so niedrige. Ich wusste ja nicht, dass das ein Sandspielplatz ist. Aber du hast es nicht verbuddelt, oder? Nein, es ist nicht verbuddelt. Kann ich dir jetzt schon sagen. Wo sehen denn meine Schuhe aus? Ja, das sage ich doch. Das ist voll der Klebesand. Alles gut, ich habe Feuchttücher im Auto. Guck mal, was es hier alles so Schönes gibt. Es gibt auch eine Zipline. Was sage ich, wenn ich es nicht finde? Ja, dann gehört es mir. Wo ist denn die Zipline? Da, hier hinter. Da gehen wir später. Also wir werden definitiv auch noch ein zweites Video und drittes Video machen. Also schaut bei Danja vorbei, da ist auch eine Challenge. Und wir werden auch den Spielplatz so noch mal so ein bisschen vorstellen.
Ha, gefunden! Hast du es? Ja! In der Rutsche! Ja. TikTok-Sound. Ach so, ja, das kenne ich, das kenne ich. So, okay, witzig. Komm, wir gehen nach unten am besten. So, kannst du dabei schon mal aufmachen. Was denkst du denn, könnte es sein? Was denkst du, könnte es sein? Wenn das ein weißes Eck ist, dann könnte es... Ist das vielleicht ein Einhorn? Nein, leider nicht. Ist das dann wirklich auch immer Diamant? Ja, das sieht dann nochmal anders aus. Also, ich habe noch kein Einhorn gehatcht, aber... Hast du schon Drachen eigentlich? Nee, leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Okay, so. Ich habe aber die Giraffe schon. Ja, die hatte ich aber auch schon gesehen. Gesehen oder hattest du? Ja, hatten wir die nicht zusammen? Hier, kannst du hier reinwerfen. So, die Giraffe? Ja, nee, die Giraffe habe ich mit Lena ausgepackt. Da den Müll, den nehmen wir mit. So, okay, mach Augen zu. Mach auf. Yes! Oh, der Shiba Inu, den habe ich noch nie. Oh, der ist süß. Den habe ich noch nie ausgepackt. Geilo Milo. Das Cutie. Ja, schön. Der ist niedlich. Ich finde, den haben die auch ganz süß umgesetzt eigentlich. Ja. Dies habe ich wieder ein bisschen Glück gehabt. Ja, richtig toll. Und drin als, machst du die Codes wieder ins Video? Ich glaube nicht, nein. Willst du die alle behalten? Ich behalte die, vielleicht machen wir das in einem anderen Video. Okay, cool. So, dann machen wir jetzt die zweite Runde. Let's go. Oh, jetzt hat die Sonne geblendet. Okay, Kahn, gibt's, ich muss das verstecken gehen. Gib mir die Kamera. Nö. Ja, okay, gut. Okay, ich gehe wieder. Hier zurück. Verschwinde. Ja, los jetzt mal. Nein, du musst erst gehen. Die Essen schreien schon. Mann, du schummelst immer. Geh jetzt dahin. Wie der schummelt. Kannst? Ready? Ja, aber du hast dich schon umgedreht, bevor ich überhaupt was gesagt habe. Ich wollte gucken, was los ist. Ja, was wolltest du denn gucken, was los ist, während ich das verstecke? Was hätte denn los sein sollen? Weiß ich nicht. Meinst du, das Ei attackiert mich oder was? Vielleicht. Ich wollte dich retten, falls was passiert. Ja, sicherlich. Daniel, du bist so schlecht. Ich schwöre, du bist so schlecht. Warum? Ich habe schon direkt gefunden. Oh, Daniel, du bist so schlecht. Sitz doch auf dem Spielplatz und nicht unterm Baum. Wir haben doch nicht Weihnachten. Ich dachte... Wir haben doch nicht Weihnachten. Ich dachte, das wäre witzig. Aber schon so ein bisschen. Ein bisschen Weihnachten ist schon. So, was Tanja nicht weiß, weil ich das Ei jetzt so schnell gefunden habe, das Adopt-Me-Egg, ja, gehört auch das letzte Ei mir. Natürlich, auf jeden Fall. Kahn, wie er sich Regeln erfindet. Oh, sehr gut. Ich habe es direkt beim ersten Mal jetzt richtig geschafft. Hervorragend. So, es ist lila. Heißt das nichts Gutes? Hör auf, immer so dein Gesicht so. Ich hasse das. Das ist halt die häufigste Farbe, ne? Oh, guck mal, hab ich noch nicht. Das war Ross. Das war Ross. Es ist jetzt nicht der Drache, aber es ist trotzdem süß. Okay, ja, ich will meinen Drachen. Ich will meinen Drachen. So, und das Video kommt erst nach dem Video mit meiner Frau. Also ich weiß noch nicht, ob ich den Drachen habe. Es ist süß. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. So, Danja. Letztes Adopt Me Real Life Egg ist verschwunden, glaube ich. Ist nicht verschwunden. Okay. So, gib her, Kamera. So, Leute, wo verstecken wir das? Ich hatte da so eine Idee. Ich glaube, verstecken wir das mal hier. So, um die Ecke. So, das ist jetzt bei diesem hier. Ich hoffe, es wird nicht geklaut. Wie von der anderen Ecke. Hey, Zipline, Zipline. Zipline, Zipline, Zipline. Okay, du kannst. Zipline? Oder ist es doch nicht auf der Zipline? Ist es im Müll bei Danja zu Hause? Also es war ein kurzer Weg von Danja zu Hause. Ich bin ja noch viel schneller als du. Was? Ja, das war ehrlich. Bei der Schaukel? Es tut mir ehrlich leid, Kahn. Hey, das ist ein richtig gutes Versteck. Nein, weiß ich jetzt auch nicht, du. Weiß ich jetzt auch nicht. Hast du es gefunden? Ja, ich hab's. Okay, dann gehen wir zu unserer Basis zurück. Hält drauf, hast du es gefunden? Gehen wir zu unserer Basis zurück. Zur Basis? Was wünschst du dir jetzt, sollte da rauskommen? Ein Einhorn natürlich. Ein Einhorn natürlich. Oh. Hey, auf dem Spielplatz sollte sich das eigentlich lohnen. Keine Ahnung, Kahn, du hast die Ex gekauft. Ich weiß nicht, ob du Glück hast. Oh, es sieht lila aus, das heißt... Ziemlich sicher. No Unicorn. Jo, da wollen wir mal. Aufmachen, aufmachen, aufmachen. Ja, ist ja gut. Geh mal hier hin, dann stehe ich... ja, so ist besser. Und was ist es? Oh! Der Tukan! Hab ich auch. Tut, tut. Aber der ist, glaube ich, sogar extrem selten auch. Ja. Also auch gut, dass wir den haben. Tut, tut. Ist süß, ne? Tut, tut. So, Leute, also wir schauen nochmal. Wir haben etwas Neues, den Shiba Inu. Mhm. Dann den Sasquatch, den Bigfoot. Ist das ein Varus oder? Ja, das ist ein
Walross und der Tukan. Und dann haben wir Danja noch. Ist gewöhnlich. Legendary. Ja, doch. Also entweder müsst ihr euch für einen Diamantdrachen entscheiden oder... Ist schon gut. Ja, Leute, das war hier das Video vom Spielplatz. Wirklich ein sehr, sehr cooler Spielplatz, aber den werden wir auch noch zeigen. Also keine Sorge, ne, falls ihr den Spielplatz noch nicht kennt, werden wir noch zeigen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Danja hatte anscheinend keinen Spaß. Doch, ich hatte sehr viel Spaß sogar. Und das sind die Adopt Me Real Life Eggs. Schaut auf jeden Fall bei Danja auch vorbei. Versteckt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö. Sag mal tschüss. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Tschüsschen. Macht's gut. Tschüss.